So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Freedom Planet. Ja, jetzt geht's los am Relic Base. Oh. Jetzt geht's richtig los. Oh. Ich will nach oben. Wenn ich aber Karte Nummer 11 halte, dann gerne. Was bist du für ein Vieh? Ne, jetzt müsste ich es herausfinden. Ich will herausfinden, was du bist. So, geht's hier lang? Ach, hier fehlt mir noch ein bisschen Energie. Auch nicht schlecht. Ja, mein Schild ist weg, weil ich, ja, neu gestartet habe das Spiel, weil, ja. Nein, es kommt nicht das Spruch. Nee, den will ich lieber nicht aussagen von MRC, sonst kommt er mir wieder mit seiner Patentscheiße. Boah. Verdammt. Ich bin abgestürzt. Aber nicht mehr lange. Da ist mein schwimmendes Teil. Komm her. Danke. Wenigstens du bist noch nett zu mir. So, hier müssen wir dann. Oh. Nein, Fledermaus, du wachst das jetzt bloß nicht. Oh, ein Leben. Aber ich kriege es nicht. Erst kommt runter, gab's. Ein Leben. Und Kristalle in Mengen. Ja, ich bin kristallgeil. Darf man jetzt gerne sagen, nur? So. Das ist auch erledigt, das Thema. Na dann. Geht's runter mit uns. Wir wollen ja natürlich weiter. Wir müssen diesen riesigen Truck aufhalten, der im letzten Part hier. Ja, boah. Bist du nervig. So, jetzt müssen wir durch diese ganzen Tore. Okay. Nein. Lilac, wir bleiben hier unten. Einfach weil ich es will. Aua. Au, du verfickter Stachelball. Ja, ich weiß, ich bin zu dumm dazu. Ach, den Trick von Mr. Mercer kenne ich auch noch. Hier kommen wir nochmal hin. So. Da mal los. Was finden wir denn hier? Erstmal müssen wir umschalten. Autsch, das war nicht geplant. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's rund hier. Los, Leila, zeig, was du kannst. Jetzt hab ich mal, dass dieses Leben jetzt freigegeben ist. Ja, es ist freigegeben. Ich darf mir ein Leben nehmen. So, da geht's jetzt nach oben. Einen Abschnitt haben wir damit schon mal geschafft von dem Teil. Jetzt können wir gleich durch. Wir müssen nur noch das lilane Tor öffnen. Na dann. Ja, solche Rätsel auch nicht schlecht, ne? Finde ich ziemlich genial, solche Rätsel. Das war's, ne, das war. Ja, ich bin hier ohne Grund, habe ich das gemacht. Damit ich das machen kann. Ja, und jetzt geht's runter. Okay, eine Sprungfeder, nicht schlecht. Nein, ich werde bestimmt die Star Universe damit ausstatten. Hier geht's lang. In die Uhr.
Tap. So. Hoch mit uns. Und rüber. Und yeah. Oh, jetzt kommt ein ganz kleiner Mibas-Fight. Ich werde ihn mit seinem eigenen Mitteln smashen. So. Dafür gibt es Errungenschaft, wenn ihr das macht. Oh, ich darf die Kristalle wohl nicht haben. Okay, wenn ich sie nicht haben darf, dann nehme ich sie mir einfach, ne. Ich nehme nur das, was ich mir nehmen kann. Wenn ich mir das hier nehmen darf. Dann ja. Dann darf ich es mir nicht nehmen. Und wir können durch die Tore. Na dann, los geht's. Was erwartet uns auf der anderen Seite? Okay. Was ist das? Schweine. Okay, das passiert automatisch. Du Drecksmaschine. Diese Meerschaumaschine macht mich hier wahnsinnig. Oh, der ist weg. Alter, was bist du für ein hartnäckiges Teil? Verdammt! Diese Scheiße! Ich bin ja echt zu dumm dafür, hä? Okay, ist keine Szene, okay. Aber ich bin echt zu dumm dazu! So. Da war es ja immer auf meine Variante jetzt. Auf die brutale Art und Weise. Wenn der normale Weg hilft. So. Wir haben sie uns versteckt, du Sack! So. Hat sich eigentlich erledigt? Alter, das war hartnäckig, Schwein. Das sieht auch so viel einfacher aus. Wahrscheinlich mag das System bis das Spiel. Ich weiß nicht, ich sehe das mal als Backern. Okay. Da kommt wohl jetzt der Abschnitt. Runter mit uns. Auf zur Akt 2. Wow, ich habe gerade eine Steam-Nachricht bekommen. Sie haben einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Ich schaue es mir gerade an, sobald ich mit dem Part fertig bin. Hab ich wohl zu lange gezockt, hä? Verwundbarkeit! Oh, jetzt kommt die geile Wucke! Jetzt geht's ab hier! Ich bin jetzt unzerstörbar und das ist Endopolis! Endopolis, what a win heute! Freut mich doch! Ihr Drecksviecher, ihr seid mir nicht gewachsen! Die Musik ist zu gut dafür, dass ich das jetzt verrecken durfte. So. Jetzt kommt. Oh! BTF! Ah!
Ah, also ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Und ich hab wieder mal ein Leben. Geil, der Kristallschild ist da. Hoch mit uns. Kristalle. Und weiter. Der ist weg, weil der hat mich gerade tierisch genervt. Da geht's lang. Na, im Messer hast du schon Karte Nummer 19. Schreib's mir in die Kommentare, wenn du das FPS siehst. Ob du schon Karte Nummer 19 hast, falls nicht, hast du jetzt gesehen, wo die Karte 19 ist? Oh, jetzt kommt der Wahnsinnige hier. Ist ja wahr, das Ding ist wahnsinnig. Ist hier noch was? Nein, nicht im geringsten. Okay. Sieht nicht schön aus, das Ding. Rein mit uns. Ah, jetzt kommt das Ding. Oh, das war eine schöne Stelle, ja. Beim SSFP. Machen wir das Geld jetzt gemeinsam. So. Scheiß Fledermäuse, ich will kein Mann. Ich will jetzt nicht gebissen werden. Weil mein Blut kriegt er nicht. Dafür seid ihr einfach zu doof. Die Feinde sind down. Achtung, Leute. Hofft euch nicht darauf, dass das Ding ja so bleibt. Was genau was jetzt passiert, wenn ich das mache? Nein, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Damit seid ihr jetzt nicht dumm. Haha, ich hab noch was drauf. Haha. Seht ihr, ihr seid zu dumm dazu. Ah, gerade Nachricht von Paper zockt! Das gibt's selten! Sorry, Paper! Gerade nicht ansprechbar! Ich muss es mal leider erstmal zocken! Sorry, Paper! Ja, ich habe Paper zockt bei Skype in meiner Kontaktliste, falls es noch einige die wissen. Wenn MSN mit mir. Ich meine, Paper mit mir reden will kurz? Gerne, dann mache ich mal hin. Okay, Leute, muss ich wohl mal ein bisschen Gas geben. Das geht ja echt aus. Erst Gegenstand, dann Paper. Leute, was ist denn heute in dem Part los? Das ist kein normaler LP-Part. Im normalen LP-Part würde sowas noch nicht passieren. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt kommt ein Bossfight. I needed to find my father's killer. Not like a couple traitors like yourselves would care. You'd rather be called a traitor than a murderer. Scarves left us no choice. And you've left me no choice. Still training, I see. You want to fight? Come and get it. I'd love to stay and dance, but Mayor Zhao's got a tight schedule. Besides, if something else is guarding this thing, I'd hate to be around when it wakes up. You're insane, you know that? You're never gonna get away with it. We'll see about that. Ew! I'll never make it out. But we should. Come on! Da kommt was! Aber es ist nicht ganz so. Was ist das für Scheiße? Du, was bist du denn, Wimpy? Wow.
Ihr macht mir Angst! Boah! Hallo! Wow! Wow! Kommst du mal her, du Sack? Ich muss schnell kommen! Nur weil ich dich jetzt gefunden habe, wirst du mir nicht kommen! Wow! 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 Jetzt ist es richtig wütend! So! Lass den Shit! Lass den Shit! Alter! Jetzt ist Schluss mit lustig! Verdammt, man! Das Ding ist tot! Beeilung, noch einmal! Ich bleib hier in Sicherheit! So, gleich mal richtig angegriffen, ja! So, das war die erste Runde. So, das hat schon mal richtig Schaden gemacht. So, der erste Arm hat verloren. Zweiter Arm ist weg. Zweites Mal besiegt. So. Der wird mich killen? So was von? Nee. Nee, so nicht, Freundchen. Sorry, Paper. Ich kann es gerade nicht mit dir chatten, wenn ich gerade das Ding am Hals habe. Das Ding macht mich töten. Das Ding wird mich killen? Oh, sowas von, ey. Außer ich gehe jetzt zu Herz ring. Ich halte meine richtig scharfen Geschütze hoch. Es gibt ein was, was das Fini aufhalten kann. Emerald Skill on. Jetzt müsst ihr mit meinem Emerald Skill kämpfen müssen. Die Karte ist da. Komm her. Du kannst es nicht, Ophi. Sie denke ich ein! Boah! Boah! Jetzt geht's los, jetzt wird das Vieh so wirklich. Komm schon! Bitte sei ein liebes Vieh! Oh, du bist ein echt nettes Ding! Du bist so nett, weißt du das? Ich danke dir! Ich danke dir sehr! Ja. Jetzt kommt der Cutscene und ja, ich würde jetzt schon den Part der Stimme schon mal vorher verabschieden, weil ich das Mikro ausschalte. Wenn es gefallen hat, schreibt Kommentar auf Gesperrt und ich sehe uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute, schon mal. Ihr könnt die Cutscene noch sehen. You mean-
made it out. Your ear. It's just a scratch. I'm fine. Well, we better find Torque and get home so I can patch it up. Well, this stinks. How are we gonna get more money? We'll think of something. What I really want to know is why Spade is working for Mayor Zhao. Buttloads of cash? Well, Zhao might know something about the assassination, but that still doesn't explain what he needs the stone for. I have a bad feeling about all this. What? Someone's following us. What do you mean? Yeah! Wait. Someone with a shield pulled me out of the cave. It must have been her. Sorry about pouncing on ya. Hello? I'm sorry? Don't be scared. I promise we'll keep you safe. Are you a dragon? Yeah. Can I touch your hair? Huh? Oh, okay, never mind. No, it's okay. I was just surprised is all. Go ahead. I won't hurt you. It's like a rope. Yeah. Maybe we can be friends. Sure. I'm Mila. What's your name? Lilac. That's a pretty name. Thanks. This is my friend Carol. Hi. So, thanks for saving me back there. But what are you doing all the way out here? I was playing over here. And then those people came. They're not very nice. I'll say. You know what? You can come to our secret hideout. What? Really? Yeah. Nobody knows where it is except us. That sounds like fun! The Kingdom Stone has been taken! Your Excellency! By who? Mayor Zhao. His pilgrimage to the temple was a cover-up. This is troubling. Zhao may be a buffoon, but I never believed he was capable of this. A pair of youngsters warned us about the attack. I refuse to listen. I have failed you, Magister. Don't be hard on yourself, General. I would have been just as skeptical. Tell me, who was it that issued this warning? Something doesn't smell right. Well, sorry! You never smell right. I'm referring to those kids. They know something about this. We have to find them. You sure you don't want to hang out with us? Thanks, but I have a lot of work to do. I'm gonna try and fix my gadgets. Fair enough. Just shout if you need anything. All right. What are you gonna be up to? Oh, we should have plenty of things to do, especially with a new girl around. I'm bored. How about a movie? Sure! Why not? What kind of movies do you like, Mila? I like being surprised! Alright, I think I have just the thing. Hey, Lilac! How come Thor doesn't want to hang out with us? He said he had some work to do. He's probably just scared of getting cooties. Cooties! Not like a couple traitors like yourselves would care. Lilac! I went down there and he said, Calm down, what is it? Torque turned into an alien or something! What? Just come with me, come on! I probably had a bad dream. I'm serious, get up! Come on, get up! Torque? It's not what it looks like! What are you? Give us answers, buddy! Okay, I'll tell you. But you have to promise to keep it to yourselves. We promise. Right, Carol? Right. Pinky swear. All right. Take a seat. I'm from another world. Actually, I'm part of an alliance between many different worlds. We're called Chasers. So you're an alien, then? Pretty much, yeah. Space cooties! You don't believe me. Actually, I do.
Really? They say that a long time ago, dragons came to Avalis and mixed with our ancestors. And not just ones like Lilac, huge ones like in the movies. So I guess it's not much of a stretch for other things to be out there too. I see. So why do a bunch of aliens care about our planet? The man that wants your kingdom stone isn't from around here either. He calls himself Lord Brevin. Lord? Well, he didn't get that name selling cookies. He's dangerous with a capital D. Brevin is the most powerful enemy we've ever faced. Hundreds of worlds destroyed. Thousands of heroes killed or corrupted. Enormous amounts of weapon energy stolen. And that's just the tip of the iceberg. According to our scans, the Kingdom Stone has enough energy to double the size of his army. If he gets it, he'll be unstoppable. I'll try and convince your leaders of his existence, but if I can't get them to help me, if Brevin gets his hands on the Kingdom Stone, then I'll have no choice. I'll have to destroy it. Destroy it? You can't be serious! I'll only destroy it if I have no other choice. I swore to my captain on his dying breath that I would not let Brevin get that stone. I'm sorry about your captain, but you can't destroy it. In fact, you won't even have to think about it, because I'm going to help you get it back. I don't care how dangerous it is. It's going to take a lot more than robots and aliens to slow a dragon down. If she's going to go for it, then I am too. If we can beat up a giant praying mantis thing together, then who knows what else we can do. I guess we could let you save Carol's life a few more times. Hey. Hey! So the three of you are really gonna help me stop him? Say no more! Team Lilac's got your back! We'll talk about the name later, okay? I'd be lying if I said I was comfortable with this, but I honestly could use your help. You all know this world better than I do. So, it's official, right? More or less. Welcome aboard, ladies! Yeah! Awesome! Wonderful! Just remember something really important. Don't talk about our mission unless I say so. We do not want the whole world thinking we're crazy. Understood. I don't know about you guys, but I'm exhausted. Yeah, we better get some shut-eye. We've got a big day ahead of us. Lilac. Thank you. Good evening, sir. It may interest you to know that the location of the artifact has shifted. Where? It's moving toward a densely populated region to the east. This could work to our advantage. Get me the king's son. Where do your duties lie, Prince? It is my duty to protect my father's kingdom. You would sacrifice your very life for the good of this kingdom. Wouldn't you? Yes. And you would crush all those who threaten its safety. We must protect it at all costs. Exactly. The one you call Zhao has taken something very precious. Something that could put your kingdom at risk. You're not going to let him keep it, are you? Revenge is upon us, my fellow kin. We have confirmed who is responsible for the death of our king. Zhao of Shangmu. His plans to steal our kingdom stone must be stopped. Deploy our Sky Battalion. Five more minutes. Oh! Good morning, Carol! I was wondering when you'd be awake. You can blame Carol for that. She sleeps for like half a day. Totally worth it. Well, anyway, I got a call from that big panda guy I told you about.
He's gonna help us. When is he coming? Actually, we have to go meet him. He'll be waiting for us north of here. Perfect. I fixed my radar last night so we can use it to find the meeting point. Great! Ready, girls? Aye, aye, Captain. To adventure! According to the radar, we seem to be at the right location. I think it's a little off. This way! She's got a good nose. I'll say. Allow me to properly introduce myself. I am General Gong of Shang Tu. It's an honor, General. The Royal Magister has a proposal. We'd like you to help us get the stone back. It's in the greedy little hands of Mayor Zhao in our neighbor city, Shang Mu. Why do you need our help? Don't you have soldiers and spies and stuff? We want to try and resolve this thing peacefully if we can, so we're sending a neutral party to negotiate. Given the, current state of affairs in Shuigang, they're out of the picture. So you need us to fly to Shang Mu and convince Zhao to give the stone back? Precisely. Let's give it a shot. Right. I assume we'll be taking one of these planes. Uh-huh. You do know how to fly it. Of course I do. Good. When you get there, head straight for the city hall. Yes, sir. Hope you're not afraid of heights. I'll be okay. You just had to follow me here, didn't you? How did you know we were coming? You seemed pretty determined to get that stone back. So you're the thief Lilac was talking about. I've been called worse. Where is it? I've already finished the job. It's time for my brother to play his hand. Your brother? Prince Dale of Shuigang. Really? When he finds the man who murdered our father, there will be no mercy for the kingdom responsible. We know who's responsible. Nice try. Will you just hold on a minute and let us explain? What, so you can throw me off again with your lies? Thanks, but I've had enough. Everyone, split up! We'll cut him off with a huge shopping mall over there. Got it!